Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Firma RapSign. Mein Name ist Florian Höck und in diesem Video zeigen wir euch heute einen Aston Martin aus dem Hypercar-Segment. Das müsste tatsächlich der erste seiner Art in Deutschland sein, die Erstauslieferung. Unter anderem haben wir auch noch einen ganz speziellen Range Rover hier, der auch relativ selten zu sehen ist, welcher auch dieses Jahr erst rausgekommen ist. Wir zeigen euch einen GT3 RS MK1, den wir voll verändert haben. Das heißt, der Wagen hat eine komplett andere Farbe bekommen. Bleibt dran, es wird spannend. Kunde kommt aus Slowenien und hat den Wunsch geäußert, sein Fahrzeug von Original Lava Orange in ein relativ dunkles Grün zu verwandeln. Und diesen Wunsch haben wir ihm erfüllt. Ich persönlich finde, das Endergebnis ist absolut gigantisch geworden. Wir haben den Wagen wirklich bis aufs letzte Detail komplett zerpflückt. Das heißt, alles wurde demontiert, die Stoßstangen waren ab, die Türen waren draußen, der Spoiler wurde demontiert. Also mehr geht wirklich nicht. Nicht so wie im letzten Video, wo wir die Lackschutzfolie ein bisschen erklärt haben, sondern wirklich bis aufs Maximum. Fensterscheiben hinten rausgebaut, dass wir auch selbst da wirklich vernünftig drunter folieren können, weil die Grundfarbe halt wirklich extrem raussticht. Und hier war halt wirklich das oberste Gebot, wir wollen von der Grundfarbe nichts mehr sehen. Demnach müssen wir hier auch mal ein bisschen mehr ins Detail eingehen und euch erklären und zeigen, wie denn sowas dann nachher auch aussehen kann, wenn wir wirklich so viel demontieren. Fangen wir erstmal an. Was hat der Wagen überhaupt bekommen? Der Wagen wurde von uns einmal komplett grundgereinigt, denn der Wagen ist natürlich kein Neuwagen. Das heißt, wir haben den Wagen komplett einmal zerlegt, danach grundgereinigt, im Anschluss dann foliert. Und dann haben wir uns dazu entschieden, beziehungsweise dem Kunden empfohlen, aufgrund der extrem hellen Grundfarbe, die natürlich sehr kontrastreich ist im Vergleich zu dem Grün, das Fahrzeug noch mit einem Lackschutzfrontpaket auszustatten. Das heißt, wir haben den Wagen einmal komplett foliert in einer anderen Farbe, plus on top noch nachher die Lackschutzfolie aufgebracht und das im kompletten vorderen Bereich, damit wir nachher nicht den großen Nachteil haben, dass wenn man dann fährt und Spaß mit dem Auto hat, nachher irgendwo überall diese orangen Punkte durchblitzen, aufgrund der Steinschläge. Der Glanzgrad, den wir dadurch erzielt haben, ist absolut unfassbar. Und das ist natürlich eine Sache, die müssen wir ganz genau euch zeigen, weil wir den hinteren Bereich nicht mit der Lackschutzfolie geschützt haben, haben wir den hinteren Bereich einmal komplett mit unserer Keramikversiegelung versehen. Das heißt, wir haben einen ähnlichen Glanzgrad, wir haben die gleichen hydrophoben Eigenschaften. Das heißt, beim Waschen oder auch im Regenfall haben wir jetzt keinen großen Unterschied zum vorderen Bereich. Kommen wir zu den versprochenen Details. Wie wir hier sehen können, haben wir bei dem Fahrzeug Lufteinlässe, die hier tatsächlich sogar geklebt sind. Das heißt, die können wir nicht demontieren, ohne vielleicht auch nachher einen Schaden anzurichten. Das heißt, hier haben wir uns entschieden, die Dinger drin zu lassen. Das heißt, im Endeffekt haben wir hier sehr, sehr, sehr detailreich gearbeitet oder detailliert gearbeitet, um halt nachher wirklich ein Ergebnis zu erzielen, dass wir diese Grundfarben nicht sehen können. Und das ist wirklich sehr viel Arbeit gewesen. Gleiches gilt natürlich hier auch für diese ganzen anderen Spaltmaße, wo wir hier natürlich ebenfalls unter die Gummidichtungen gehen, sodass wir da nachher kein störendes, blitzendes Orange sehen können. Und der größte Punkt bei dem Fahrzeug sind natürlich die Türeinstiege. Und die zeige ich euch jetzt natürlich auch einmal. Denn hier können wir nur noch erahnen, welche Grundfarbe der Wagen hat. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir hier im Interieur generell ein paar lava-orange Akzente gesetzt haben. Das heißt, wir haben jetzt kein extremes Problem, wenn wir jetzt hier in Bereichen wie dem Schloss, da kann man halt einfach mit der Folie nicht wirklich komplett drumherum reingehen, ohne dass es sich nachher löst. Demnach sind das natürlich Teilbereiche, genauso auch wie vorne das Scharnier im Endeffekt, die man nur sehr, sehr, sehr umständlich folieren könnte. Man könnte sie jetzt dahingehend lackieren. Da haben wir uns aber dagegen entschieden, denn das würde halt natürlich irgendwo den Original-Urzustand verändern und nachher
ja, auch definitiv den Wert vom Fahrzeug vielleicht mindern. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Fahrzeug so, wie es technisch möglich ist, mit Folie zu bekleben. Im Heckbereich ist der Stoßfänger bei dem Fahrzeug tatsächlich auch nicht so einfach geformt, denn hier haben wir einen sehr, sehr tiefen Lufteinlass, der auch extrem schwierig zu bekleben ist. Das heißt, auch hier war sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt. Wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich das im Kontrast sehe mit den ganzen schwarzen Matten-Applikationen, wo wir auch eine Kunststoffversiegelung aufgetragen haben, haben wir hier wirklich ein sehr, sehr schönes Ebenbild, welches sehr, sehr gut harmoniert. Das heißt, diese Schwarz-Matten-Akzente, die wir haben, passen perfekt zu dem dunkelgrün glänzend und runden das Gesamtbild wirklich ab. War ein sehr aufregendes Projekt, tatsächlich natürlich nicht der erste 991 GT3 RS, den wir hier in diesem Ausmaß so foliert haben. Da haben wir schon das ein oder andere Auto mehr gemacht, aber ist natürlich trotzdem immer wieder aufs Neue eine Herausforderung, denn so eine Grundfarbe nachher andersfarbig zu folieren, ist immer sehr viel Arbeit. Genau. Ja, vielen lieben Dank auch nochmal an der Stelle an den Kunden, dass er diesen weiten Weg auf sich genommen hat. Freuen wir uns natürlich sehr drüber und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Projekt über. Hier haben wir den Range Rover Sport SV. Das Fahrzeug hat sage und schreibe 635 PS. An Carbon mangelt es bei dem Auto auch nicht. Das heißt, wir haben hier eine sichtbare Carbonhaube. Die Range Rover Schriftzüge sind bei dem Fahrzeug auch aus Carbon gefertigt. Also dieses Fahrzeug ist wirklich sehr, sehr exklusiv. Die Bremszange habe ich im Leben noch nicht gesehen, ist ein Monster. Der Kunde hat mir verraten, dass das Teil auf der Autobahn wirklich sage und schreibe 300 km/h auf die Straße bringt. Und wenn wir ins Interieur gucken, sehen wir auch Sportsitze, Luxus pur und Sportlichkeit pur. Dieses Auto ist tatsächlich wirklich nur auf Einladung bestellbar gewesen. Das heißt, das Auto ist wirklich sehr exklusiv. Exklusiv klingt immer gut. Demnach benötigt es natürlich auch exklusiven Schutz. Gerade im vorderen Bereich ist dieses Fahrzeug ein Steinschlagmagnet sozusagen. Wir haben eine vordere Stoßstange, die wirklich extrem geschützt werden muss. Das heißt, alle Carbon-Elemente werden hier geschützt. Die Haube ist aus Carbon gefertigt. Das heißt, wir haben hier den Mittelpart, der in Sichtcarbon gehalten ist und der Rest ist in Wagenfarbe lackiert. Das heißt, auch hier müssen wir definitiv diesen Bereich schützen. Der Wagen bekommt jetzt von uns ein Lackschutz-Frontpaket und ist dann damit fertig für den Einsatz auf der Straße. Oder vielleicht auch im Gelände, man weiß es nicht. Wobei ich glaube, der Wagen wird eher auf der Autobahn gesehen. Kommen wir zum absoluten Highlight in diesem Video. Wir stehen vor dem ersten Aston Martin Valour. Womöglich der erste, der in Deutschland ausgeliefert wurde. Und dieses Auto ist der absolute Wahnsinn. Den Wagen gibt es 110 Mal. Der Wagen ist komplett ausverkauft. Und dieses Fahrzeug vereint Retro und Futurismus vom Allerfeinsten. Bevor wir jetzt näher ins Detail gehen, was unsere Lackschutzfolierung betrifft, muss ich euch natürlich noch erzählen, was es mit diesem Fahrzeug auf sich hat. Der Grundpreis bei dem Auto liegt bei sage und schreibe 1,7 Millionen Euro. Wir haben hier eine Sonderausstattung und zwar eine ganz besondere Farbe, die wirklich hoch sechsstellig kostet. Der Farbton heißt Verdant Jade. Und es erinnert mich ein bisschen an diese ganzen Porsche-Farben. Was heißt die ganzen Porsche-Farben? Porsche produziert meines Wissens nach, glaube ich, 2 bis 3 Fahrzeuge im Jahr in diesen Chroma-Flair-Farben. Und wir haben hier einen Grün-Gold-Silberton. Ich kann es gar nicht beschreiben, weil es in jedem Lichtwinkel anders aussieht, der definitiv extrem schützenswert ist. Und demnach haben wir den Wagen natürlich komplett mit allen Carbon-Teilen einmal hier bei uns foliert. Was macht dieses Auto so besonders? Natürlich erstmal diese Retro-Optik. Aber wir haben hier einen V12 Twin Turbo und das Besondere an diesem Auto ist, dass der Wagen handgeschalten ist. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was es so in der heutigen Zeit niemals mehr geben wird. Und deswegen ist das für mich der absolute Wahnsinn. Was sagt uns der Zwölfzylinder für uns Folierer? Natürlich nichts Gutes, denn die Hauben bei dem Zwölfzylinder sind immer extrem groß.
Und natürlich ist es bei dem Fahrzeug genauso. Wir stehen hier vor einer Haube, die es uns diesmal wirklich überhaupt nicht leicht gemacht hat. Wir haben hier natürlich wieder ein Übermaß. Das heißt, die Folie, die wir hier standardmäßig nutzen, können wir hier nicht verwenden, denn das Material würde dann tatsächlich nur circa bis hierhin gehen. Und wir müssten extrem die Folie spannen. Das heißt, wir haben nachher keine Schutzfunktion mehr, weil die Folie zu dünn wird. Oder die Folie zieht sich nachher zurück und sieht extrem unschön aus. Das heißt, wir haben hier auf unser Material von Suntec zurückgegriffen und haben ein Sondermaterial gewählt, welches uns erlaubt, diese Haube aus einem Stück zu folieren. Trotzdem reicht das immer noch nicht ganz. Das heißt, hier war wieder sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn wir haben hier sehr viele Vertiefungen in dem Bereich der Haube. Aerodynamisch ist das Fahrzeug auch sehr, sehr verrückt geformt. Denn wir haben hier tatsächlich diese Form, die die Luft durch den Scheinwerfer oder über den Scheinwerfer über die Haube gleiten lässt. Und das war tatsächlich schwierig zu folieren, muss ich ehrlich gestehen. Denn wir haben diese Haube aus einem einzigen Stück Folie foliert. Wir haben keine Folienstückelung oder sonst irgendwelche unschönen Stellen. Das heißt, das war der größte Aufwand an diesem ganzen Fahrzeug. Aber es hat sich gelohnt. Es sieht absolut genial aus. Und das ist ja im Endeffekt die Hauptsache an diesen ganzen Projekten, die wir hier machen. Wir haben an diesem Fahrzeug natürlich sehr viel Carbon. Also unter anderem ist natürlich die Haube auch aus Carbon gefertigt, allerdings hier lackiert. Wir haben hier aber auch sehr viele Sichtcarbon-Teile. Das heißt, auch hier haben wir sehr viele einzelne Finnen, die alle komplett von oben als auch von unten foliert sind. Das heißt, wir haben hier wirklich alles komplett mitgeschützt. Und das Schöne ist, mit perfekten Schnittmustern. Das heißt, an dem Auto musste mal wieder nicht irgendwo was per Hand geschnitten werden auf dem Lack, sodass man irgendwelche Risiken eingehen muss. Wir konnten alles mit unseren Schnittmustern tatsächlich hier vernünftig schützen. Welches Bauteil natürlich auch extrem für Aufregung gesorgt hat hier, ist die Seitenwand. Auf den ersten Blick erkennt man eigentlich gar nicht diesen Schwierigkeitspunkt hier. Allerdings müssen wir hier mal ein bisschen nach hinten gehen, denn die Seitenwand an sich ist sehr, sehr simpel geformt, allerdings haben wir hier einen Bereich, der wirklich nochmal komplett in sich reinfällt. Plus, wir haben hier auch nochmal einen Bereich, der nach unten reingeht. Normal war hier tatsächlich ein Schnitt vorgesehen, dass man das Ganze teilt. Wir haben uns tatsächlich dazu entschlossen, es einfach mal auszuprobieren und die Folie hier so zu spannen, dass man nachher keine Naht hat. Das heißt, wir haben hier es hinbekommen, die Seitenwand aus einem Guss zu kleben. Wir haben hier in dem hinteren Bereich jetzt nicht das große Problem, dass hier mal ein Stein gegenfliegt, sondern eher das Problem, dass man vielleicht mal irgendwo hängen bleibt, einen Kratzer verursacht. Das heißt, in diesem Bereich können wir die Folie wirklich bis aufs Maximum dehnen und dort halt schauen, dass wir ein perfektes Ergebnis bekommen. Bei dem Heckteil ist es so, dass wir hier natürlich ganz klar den Aston Martin Schriftzug nicht entfernt haben. Wir haben hier eine Sonderlackierung, die Aston Martin Logos sind auch extrem teuer und wenn man die Folie irgendwann mal entfernen möchte, ist es wichtig, in so einer Fahrzeugklasse definitiv alles so original zu belassen. Das heißt, wir haben hier eine Schablone entworfen, die es zugelassen hat, dass wir hier auch wirklich so perfekt folieren können, dass wir nachher keine Kanten sehen. Wir haben hier tatsächlich trotzdem eine Teilung dann mit reingebracht, denn das wäre technisch nicht anders möglich gewesen. Wir hätten die Folie nicht inklusive des Logos so spannen können, dass wir den Heckbereich aus einem Stück folieren. Das heißt, wir haben hier eine Kante, die man aber wirklich nicht sieht. Das heißt, wir haben die Folie wirklich so positioniert, diesen sogenannten Seam so hinbekommen, dass man trotzdem ein perfektes Ergebnis hat. Genau. Was natürlich auch speziell ist, ist der Heckdiffusor. Ich würde behaupten, das ist mit einer der aufwendigsten Heckdiffusoren, wenn man es sagen darf oder kann, den wir jemals hatten. Ich meine, so ein Ferrari SF90 Heckdiffusor ist auch schon schwierig, aber das Teil hat es wirklich in sich, denn wir haben so viele Finnen, so viele Lamellen und auch hier haben wir natürlich jedes kleinste Detail mitgeschützt. Warum? Ganz klar. Dieses Carbon ist so dermaßen empfindlich, das habe ich schon in anderen Videos erwähnt. Es ist tatsächlich bei jedem Hersteller so, dass das Carbon sehr schnell kaputt gehen kann aufgrund von Steinschlägen und dann sieht es sehr unschön aus. Das heißt, auch hier alles eingepackt, alles top. Ich würde sagen, wir gehen einmal über zum Innenraum, denn auch hier verbirgt sich etwas ganz Besonderes. Wir haben hier einmal die Schaltung, welche offen liegt. Das heißt, man kann wirklich
hier reingucken und sieht den ganzen Mechanismus, was ich extrem beeindruckend finde und super cool. Ist ein schönes Gimmick. Generell ist der Innenraum natürlich sehr hochwertig verarbeitet, wie man das natürlich von Aston Martin kennt. Wir haben hier sehr viele Carbon-Elemente. Wir haben sehr, sehr schönes Leder, wofür Aston Martin auch bekannt ist. Und ich liebe diesen Geruch. Das muss ich wirklich immer wieder aufs Neue sagen. Aston Martin hat einfach so einen Geruch, der einfach total genial ist. Und ja, tausend Dank für dieses Vertrauen. Ich muss es wirklich immer wieder erneut sagen. Es war ein mega geniales Projekt. Wir sind für jedes Auto, was wir hier bekommen und schützen dürfen, extrem dankbar. Denn das ist definitiv nicht selbstverständlich. Und ja, wir sind stolz drauf, das Projekt so umgesetzt zu haben. Und wie ihr sehen könnt, wir haben schon im Hintergrund wieder ganz verrückte andere Autos hier. Hier haben wir einen SF90 Spider in der Farbe Azzurro La Plata. Meiner Meinung nach auch was extrem Besonderes. Und ja, den Wagen schützen wir auch einmal komplett. Da haben wir schon die Felgen demontiert. Es sind Carbonfelgen montiert, die wir auch mit unseren Lackschutzfolien schützen. Das heißt, da haben wir auch Schablonen für entwickelt. Deswegen sind die hier schon demontiert. Hinter uns haben wir tatsächlich gerade noch einen Ferrari Roma da. Der Wagen ist ebenfalls in der Farbe Azzurro La Plata lackiert. Hat auch das komplette Carbon-Paket. Meiner Meinung nach auch wirklich sehr, sehr passend zu diesem Fahrzeug. Normalerweise ist der Roma ja immer sehr dezent gehalten und nicht mit poppigen Farben versehen. Ich finde, dem Wagen steht das aber trotzdem extrem gut. Und ja, der Wagen wird ebenfalls bei uns natürlich geschützt, bekommt ein Lackschutzfrontpaket. Das heißt, alles im vorderen Bereich wird geschützt. Ebenfalls auch dieser ganz, ganz aufwendige Grill mit diesen 1000 Löchern drin. Da haben wir auch natürlich Schnittmuster für und können den perfekt schützen. Im Hintergrund hier haben wir noch einen Ferrari 296 GTS. Der Wagen ist auch sehr besonders, denn wir haben ein blaues Interieur, eine rote Außenfarbe. Wir haben den Wagen mit einer Lackschutzfolie versehen und on top jetzt hier noch mattgelbe Dekorstreifen geklebt, wie es die ähnlich ab Werk auch geben würde. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr verrückt, aber extrem cool, wie ich finde. Hier haben wir noch einen nagelneuen Porsche Cayenne Turbo. Müsste jetzt auch einer der ersten, der ausgeliefert wurde, sein. Auch ziemlich, ziemlich cool. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut, dass ihr hier eingeschaltet habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch unser Content gefällt. Für uns ist es auch immer extrem wichtig, ein Feedback zu bekommen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, denn in Zukunft werden immer mehr Videos kommen. Wir haben noch ein oder zwei andere Projekte in der Pipeline, die definitiv auch sehr sehenswert sind. Von daher schaltet ein und bleibt dran. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann.